Mehr Fortschritt wagen steht über dem Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP im letzten Herbst geschlossen haben. Die drei Parteien haben sich im Bundestagswahlkampf nicht gesucht. Und sie sind jetzt dennoch ein Bündnis eingegangen, um unser Land gemeinsam voranzubringen. Und es war ja auch wirklich nicht ganz einfach, zusammenzukommen. Es war wirklich nötig, dass SPD, Grüne und FDP sich nochmal neu gegenseitig verstehen und auch neu gemeinsame Wege suchen, um unser Land voranzubringen. Und es ist gut, dass wir Liberale dabei sind und dass wir unser Land mitgestalten. Der Koalitionsvertrag hat ja den Titel Mehr Fortschritt wagen. Da steckt auch das Wort Wagnis drin. Und mir war klar, dass es wirklich ein Wagnis werden würde. Ja, das war jetzt nicht einfach, diese Koalition zustande zu kriegen, aber wir haben es geschafft. Und mein nächster Gedanke war, wer weiß, was jetzt vielleicht im nächsten Frühjahr passiert und unseren Fahrplan und unsere Vorhaben ziemlich über den Haufen wirft. Und so ist es dann leider gekommen. Es ist viel schrecklicher wahr geworden, als ich vermutet hätte, nämlich durch Putins brutalen Angriff auf die Ukraine, durch seinen Angriff auf unsere demokratische und freiheitliche Lebensweise. Dieser Kampf, der verlangt uns in Deutschland viel ab. Und den Menschen in der Ukraine verlangt er alles ab. Nach dem Angriff war die Stromversorgung der Ukraine ein Riesenproblem. Und wider alle Erwartungen hat es dann innerhalb weniger Wochen geklappt, die Ukraine ans Stromnetz Richtung Westeuropa anzuschließen. Es ist eine von vielen Taten, mit denen die Heldinnen und Helden in der Ukraine, unsere Partner in der ganzen Welt und wir Frieden und Freiheit in Europa verteidigen. Meine politischen Fachgebiete im Bundestag sind Europa und Energie. Und damit bin ich als Neuling in zwei Politikgebiete reingeraten, die jetzt wirklich im Brennpunkt des Geschehens und der Aufmerksamkeit stehen. Das ist echt eine Riesenherausforderung und ich empfinde es gleichzeitig auch wirklich als eine große Ehre, da jetzt Politik mitgestalten zu dürfen, an Gesetzen mitzuarbeiten, die sich auf über 80 Millionen Menschen in unserem Land ganz unmittelbar auswirken. In dieser Krise, nach diesem Angriff Putins auf die Ukraine, spüren wir, denke ich, jetzt alle noch mal ganz anders, welchen Wert Freiheit tatsächlich hat, weil sie jetzt hier mitten bei uns in Europa brutal angegriffen wird. Und deswegen ist es aller Anstrengung wert, dass wir sie verteidigen, dass wir sie in der Ukraine, in Europa und auch bei uns verteidigen. Die nächsten Monate werden uns alle noch sehr viel Kraft kosten. Die Bundesregierung hat bereits vieles unternommen, um die Lasten, die daraus entstehen, so gering wie möglich zu halten und sie auch so gerecht wie möglich zu verteilen. Und dabei ist aber auch eines ganz wichtig. Damit wir gemeinsam gut durch diese Zeit kommen, damit wir diesen Angriff abwehren, brauchen wir in der Politik unbedingt, dass die Menschen mitmachen. Und wenn ich in Mannheim unterwegs bin, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, dann gibt mir eines Zuversicht, dass viele Menschen auf mich zukommen und mir berichten, dass sie in der Tat auch mitmachen, dass es sie Kraft kostet. Ich bin sehr dankbar für diese Gespräche. Ich bin dankbar für Kritik, die mich weiterbringt. Ich bin dankbar für Hinweise, die wichtig für meine politische Arbeit sind. Und ich freue mich auch, dass ich ab und zu Lob und Anerkennung kriege. Das spornt mich an, mich weiter für Freiheit und Verantwortung einzusetzen. In Mannheim, in Deutschland, in Europa und weit darüber hinaus.